Hallo Leute, herzlich willkommen bei GTA 3. Die nächste Folge steht an, Folge 5. Was haben wir letzte Folge gemacht? Wir haben Salvatore erledigt, nachdem er uns umbringen wollte. Dann sind wir vorher sind wir nach Staunton Island und haben uns mit Asuka getroffen. Die hat uns den Auftrag gegeben, ihn umzubringen. Das haben wir erledigt. Dann haben wir noch ein paar Aufträge für Asuka gemacht. Haben dann noch ein paar Leute kennengelernt, Kenji und den einen anderen Typ im Toilettenhäuschen. Ja, und heute geht's weiter mit der Mission vom Typen aus dem Toilettenhäuschen. Wollte ich sagen. Dann gucken wir mal bei Kenji vorbei. So, als nächstes holen wir uns erstmal Rüstung. Und dann geht's auch gleich weiter. So, Ammunition war irgendwo hier. Ah, wo ist das? So, Ammunition nehmen wir auch noch mit. Rüstung, AK, Sniper, jawohl. So Leute, zur Seite hier. Mal gucken, was der hat hier. Das Waffenarsenal, okay. Hey, Chet, over here. An old army buddy of mine runs a bit of a Toilette. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup. And in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I go myself, but the old sciatica is playing up. So, good luck. Okay, dann zum zum Alpha, würde ich sagen. Zum lilanen Punkt. So, das ist hier vorne. Das ist, glaube ich, diese kleine Militärbasis. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Für den Panzer, geil. Raketenwerfer. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Nehmen was du willst. Wie komme ich jetzt hier hoch? Da gibt es sogar Ausgang. Ja. Und hier aufs Auto drauf? Ja. Ach, hier sind auch noch Waffen. Oder komm her. Okay, wir haben eine. 16 oder was das ist. Hot damn, they're here. Lock and load. You want the fuck? You're gonna be starved. Okay, die haut dort nicht rein, die Knarre. Oh nein, ihn hat so erwischt. Scheiße. Nein! Okay, die kommen also auch von links. Das wissen wir dann das nächste Mal. Hm.
Was machen wir jetzt so? Ich würde sagen, wir laden einfach. Rüstung gibt's ja dann da. Einfach mal laden. So, überspringen. Ja, wo stellen wir uns da hin, sozusagen? Wir stellen uns an die eine Ecke, direkt neben den Typen. Oder wir fangen schon weiter vorne ab. Könnten wir auch machen. Ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. So, wir nehmen die AK, würde ich sagen. Und hier die Rüstung. Ja, könnten das Auto vielleicht noch irgendwie parken. So, stell mich mal hier hin. Da können die mich von hinten nicht gleich erwischen. Und ich kann hier gleich abschießen, wenn die kommen. Was kommt von hier? Oh fuck. Schieß, schieß, schieß. Komm, komm, komm. So. Rüstung ist weg. Oh fuck. Molotov. Und schreit er. So, mal gucken, ob der den erwischt. Das müsste ihn eigentlich erwischen. Nächste Knarre, Karre. Auto brennt. Sieh nach Phil. Okay. Das lief gut. Oh, jetzt kann man hier die geilen Waffen kaufen, das ist geil. Ah, ich kenne was richtig teuer. 25.000. Jawohl, Mission geschafft, wie geil. So, ist die M16 gut? Steuert sich irgendwie ein bisschen ruckelig. Hm. Haben wir noch genug Knete? Jetzt haben wir 10 Schuss vom Raketenwerfer. Ich glaube, die reichen erstmal die 10 Schuss. Ich würde sagen, gehen wir Rüstung holen. Rüstung gibt es ja leider nicht, glaube ich. Aber sonst wird das zum Abonnieren.
Gibt's coole Geldtransporter. So. Jetzt nach links. Wir brauchen Rüstung, was brauchen wir noch? AK können wir noch gebrauchen. Ja. Und nehmen wir noch eine Ladung mit. Gut, dann gehen wir schnell speichern, dann geht's weiter zum Toilettenhäuschen. So, gespeichert, weiter geht's. So, hier runter. Brennende Beweise. I know a real important man in town. A soft touch with, shall we say, exotic case and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Ja, was ist denn passiert hier? Was ist hier passiert? So, jetzt kommt der Typ. Natürlich ist eine totale Scheißkarre. Mist. Was macht der? Er fährt hier im Kreis oder was? Was muss ich die Päckchen einsammeln? Das wird was. Polizeisteine krieg ich auch noch. Er fährt hier echt im Kreis. Kommt da und ja, da ist fallen lassen. Ja, gut. Drei von sechs. Hälfte ist geschafft. So, hier rum. Er fährt schön im Kreis. Oh, shit. So, wir müssen uns mal irgendwie. Schreiben wir uns das Polizeiauto und nichts weg. Das
schon zur Seite von uns die Bullen abhauen. Hier gibt es hier kein Zeitlimit. Wo ist er jetzt woanders? Er ist woanders lang gefahren. Das ist nicht so cool. Jetzt haben wir ordentliches Auto. Ach, hat aber auch ein bisschen. Hell. Komm, haut ab. Ich muss das Ding einsammeln. So, noch eins. Zünde das Auto an, okay. Okay, Auto brennt. So, nach Füll, Sterne weg, jawohl. Sehr gut. So, wir haben einen neuen Auftrag, die Uhr freigeschaltet, sehe ich gerade. Bräuchte mal ein ordentliches Auto. Ich würde sagen, wir fahren aber erstmal zum R wieder, zum Toilettenhäuschen. Machen da aus alle Missionen. Und dann mal gucken, wie wir weitermachen. Ich denke mal, dann gehen wir zu Candy. Deutsche Bootsfahrt. Mal gucken, was das wird. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock both nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Okay, wir brauchen ein Polizeiboot. Ich glaube, den Typen kann man ganz gut mit einer Sniper ausschalten. Ah, guck mal gleich. So, ja, wo ist hier Polizeiboot? So, ja, gab's hier unten keins? Ja, weil da drüben ist eins. Oh Gott, ich krieg mal keine Energie. So, hier hinstellen, F. Fahr zum Leuchtturm und nimm dir als Partner vor. Fahren wir mal hier lang. Ja, sind wir gleich da? Ne, müssen immer noch hier rumfahren. Naja. Hoffentlich schaffen wir das gleich auf Anhieb. Müssen wir nicht nochmal hier hinfahren. So. Ist der das da vorne? Jetzt ist die Frage.
Da steht er. Okay, er fängt Fische mit Granaten. Fährt er jetzt weg oder was macht er? Er fährt weg, oh. Er ist aber nicht so schnell. Kriegt eine schöne Breitseite ab. So, oben um die Kurve. Aber die hat er besser genommen als ich, die Kurve. Oh shit, jetzt bin ich auch irgendwelche Fässer gefahren. Was macht der? Das ist ja ein Ernst. Komm, steig aus. Aber ich hab ihn. Aber er hat mir noch gut was abgezogen. Ich hatte einfach eine Waffe. Oh nein, okay. Gut, jetzt sind wir natürlich wieder ganz woanders hier. Jetzt sind wir wieder auf Portland. Das heißt, wir müssen jetzt wieder über die Brücke. Und wieder zurück nach Staunton. So. Hat aber endlich so der Toilettenmann. Das ist schon die fünfte oder sechste Mission, die wir bei dem machen. So, wieder mal in den kleinen Park rein. Und runter zum Toilettenhäuschen. Der gepanzerte Zeuge. Okay. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein ordentliches Auto. So ein Lieferwagen ist jetzt nicht das Optimalste. Oh, hier ist eins. Wir haben kein Zeitlimit, das heißt, wir müssen uns nicht beeilen. Die Karre sieht gut aus. Was ist denn das für eine? Ein Inferno ist okay. Der ist natürlich geil. So, oh, der fährt in so einem Enforce. Nee, nicht Enforce. Der ist krank. Halt. Oh Gott. Und da ist sofort die Polizei da. Also, das wäre ja auch zu einfach. Ne? Da kommen wir zu lang. Was? Was soll ich jetzt machen? Oh, geht doch weg.
Er liegt ja auf der Straße oder was? Jetzt rüberfahren. Hä? Gott, hier ist überall Polizei. Oh. Verdammt, ey. So. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir sollen am liebsten mal aus der Polizei irgendwie abstellen können. Das heißt, wir nehmen hier so ein Auto. Schnell, schnell, schnell. Fahren damit zum Pen Spray. Fahren dann in Ruhe wieder zurück. Gott, das klappt. 4 Sterne ist echt unangenehm. Oh, das ist viel schneller als ich. Pain Spray, das ist glaube ich hier gewesen. Oh nein. Oh, könnt ihr mich mal hier reinlassen? Jawohl. Jawohl, jetzt können wir da einfach in Ruhe hinfahren. Und den irgendwie töten. Aber wir müssen irgendwie Granaten werfen. Oder mit Raketen einfach drauf schießen. Komischer Typ. So, da liegt da. Raketen einfach raus. Oh, das macht ja kaum Schaden. Oh, was ist das denn? Wir haben hier von Leuten angegriffen, das gibt's ja nicht. Weg mit euch. Okay, das war's. So. Jetzt brauchen wir wieder Energie und Rüstung. Jetzt wird das hier nichts. Die Energie gibt's ja gleich hier drüben. Hier ist das Krankenhaus. So. Ah, hier liegt es runter. Wir hätten das Energie, sehr gut. Die wollen wir uns mal. So, jetzt zum Ammunition. Ein bisschen Rüstung holen. Sonst könnte man noch gebrauchen. Ach, geht doch weg. So, jetzt machen wir eine Mission für Kenji, würde ich sagen. Der Toilettenmann ist abgeschlossen, wie es scheint. So, hier durch zum Casino. Und da wären wir auch schon.
Die Befreiung des Kanbu. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Polizei, oder? Gut. Hier gibt es irgendwo eine Polizeistation. Da sollte wohl eins stehen. Wo war das? War das hier? Ah, da steht eins, sehr gut. Eine Bombe in den Wagen einbauen. Ja, wo kommt man hier durch? Ja, ja. Okay. Zum Polizeirevier. So. Das müssen wir, glaube ich, hier rein, oder? Ja, hier hin. Krieger. Bombe ist scharf und jetzt abhauen. Das ist nicht so den Typen hier. Ach, den Typen abholen, okay. Nur 3 Sterne. Zum Pain Spray. Aber mit der Polizei können wir nicht zum Pain Spray. Oder? Hm. Also schaffen wir das? Wir fahren einfach mal hin und gucken, was passiert. Obwohl, nee, das wird es glaube ich nicht geben mit dem Polizeiauto. Wir brauchen ein anderes Auto. Na, ich versuch's mal. Gut, dann nicht an. Ja, das ist natürlich toll. Das heißt, hier ist ein Auto. Da steigen wir ein. Okay, hier rein. Okay, alles geschafft. Schön umlackiert. Schön geil umlackiert.
Jetzt zum Yakuza Dojo. Wo ist denn das? Yakuza Dojo, hier ist es. Jawohl, 2000 für uns. Das war kein Problem gerade. Schön einfacher Job. Keine Hektik, wie sonst immer, ne? So, nächste Mission für Kenji. GTA. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. So, jetzt müssen wir eine Liste mit Autos finden, okay? Eine Liste, wir haben ein Zeitlimit aufgehört. Das sind nur zwei Autos oder was? Aber eventuell müssen wir die reparieren, wenn wir zum Schrott fahren. Und wir müssen aufpassen. Schön ordentlich fahren, ne? Hier sind drei Autos. So, geht es hier lang. So, hier auf dem Parkplatz, hier steht's. Das sind Dinger. So, jetzt vorsichtig. Stehen natürlich schon die ganzen Kisten im Weg. Geht zur Seite, Kisten. Das muss ich reparieren, das gibt's nicht. Oh Gott. Das war natürlich wieder ein toller Fail. So, na dann. Jetzt zum Paint Spray. Go, go, go. Ist schon wieder kaputt. Nein! Hier ist auch gleich die Garage. Was ist das Auto? Beeilung, Beeilung. Hier steht noch ein Polizeiauto. Solange wir nicht ständig anrappen sollten, das eigentlich schaffen, denke ich. Hier auf dem Parkplatz. Ja, wo ist denn die Ausfahrt hier? Okay. Infernus. Sehr schön. Vorsichtig, der läuft ja schon im Weg. Ist wieder fast schief gegangen. Oh. So lang, dann geht Gasse rein. So, jetzt. Ah, geht die Tür auf. So, okay.
Komm hier raus. Ein Auto. Jetzt haben wir noch zwei Polizeichter, ich gehe kaputt. Das gibt's doch nicht. Aber der muss das Auto absuchen, wahrscheinlich eh reparieren dann gleich. Da kommen wir nicht halt durch mit zwei Polizeichtern. Ja, besser nicht abschießen, jetzt haben wir drei Sterne. So, komm. Jetzt mit Vollgas dahinter. Ja, das sieht gut aus. Horror. So ist das hier. Oh, was ist denn los? Ein liebes Auto, das gibt's doch nicht. Oh. Jetzt wird es doch noch knapp. Schön aussteigen, runter, angenommen, okay, das hat's geklappt, jetzt rein, aussteigen, raus und Mission geschafft, sehr gut. Ja, das wurde ja nochmal spannend am Ende. So, nächste Mission für Candy. Machen wir uns auf den Weg. Der Jamaika Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive. Kein Yardi car, soll man stehlen. In was in Newport, irgendwas Norden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was ein Jagdwagen ist, wie es wieder aussieht. Mal gucken. Ja, was ist jetzt hier ein Yardi, war? Ein Yardi ist, das ist glaube ich ein Yardi, der Typ hier. Der hier, herumläuft mit der Pistole. Aber wo ist ein Auto? Von dem.
das Eis? Na. Bist du ein Jahr hier weg? Ja, ich glaube, das ist einer, oder? Jawohl. Geht doch weg hier, ihr Spinner. Der Polizist steht wieder im Weg rum. Ach Mensch. So, mal Ladiwagen-Typ abholen. Das Treffen findet, ja, bla bla. Okay. Ist gleich hier. Im Krankenhaus. Das Ding ist getuned sogar. Oder was? Okay, das ist eskaliert. So, Typ, komm mal her hier, dass du drauf gehst. So, was ist das hier? Akten. Komm, explodier. Jetzt haben wir die Akten. Zum Casino. Ich mir hier noch ein ordentliches Auto irgendwo. Ich würde sagen, wir nehmen da hinten den Bobcat. So. Ich wette, jetzt kommen die Typen, die Kartelltypen, wollen uns irgendwie auf die Straße rein. Gucken wir durchkommen ohne Probleme. Ja, gleich sind wir da. Wo müssen wir jetzt hin? Das müssen wir. Müssen wir jetzt hier runter? Ja. Okay, hier hin. Mission abgeschlossen. Gut. Da gibt es einen schönen Yakuza-Stinger. Den nehme ich mal. So, und jetzt bitte für Kenji, die Gang. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Okay, Geld abholen.
Kräfte aufgesammelt. Ja, passiert jetzt hier irgendwas? Muss hier wirklich einfach nur die Punkte abfahren. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Gibt auch gar kein Zeitlimit, komischerweise. Da ist einfach einer. Das ist die komplette Rüstung runtergeschossen. Scheiße. Das war natürlich nicht so optimal. Young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Okay, also bewusst. Bestrafe die verantwortliche Gang. Oder machen wir das mal. Die Frage ist halt, ob wir das ohne Rüstung gut schaffen. Vielleicht riskieren oder nicht? Ich glaube, ich riskiere es mal. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach Portland oder was? Okay, dann hole ich doch mal schnell Rüstung noch. Dann fahren wir nach Portland. Haben wir genug Zeit? Ich habe kein Zeitlimit. Ganz relaxte Mission. So. Jetzt über die Brücke und dann nach Portland. So, also das schön in der alten Gebiet hier, das kennen wir ja noch. Ne? Schöne Gasse mit dem Stern. So, hier sind jetzt die Typen oder was? So, mal gucken, ob man hier irgendwie weiter weg die abknallen kann. So, Zoom mit Z. Hey, die Schlange auch keinen Alarm. Jawohl, jetzt kommen die alle schön nacheinander ausschalten. So, noch einer. Und tot. So, gut. Jetzt dahin laufen, Schutzgeld abholen. Sogar Energie. Und das Geld zum Casino. Das heißt, wir zurück nach Storm. Brauchen wir ein Auto? Komm. Okay, wo ist ein anderer? Ja, dann wieder gemütlich zurück. Ne? Kein Stress, keiner greift uns an bis jetzt. Warum geht das so weiter? So, wieder durch die Gasse. Und dann über die Callahan Bridge.
Bombenprobe. Der Müllwagen. So, jetzt hier nach links. Bloß keine Polizeiandocken jetzt. Das wäre fatal. Sind wir auch gleich da. Und wir müssten wieder da runter zur Garage. Dann wieder hier durch. Und dann nach links. Das sollte es gewesen sein, oder? Ja, das war 10.000, ja, das war natürlich easy. So. Wir nähern uns langsam dem Ende der Folge. Ich würde sagen, noch eine Mission, dann speichern und dann machst du das auch schon. Ja, das heißt schon eine gute Stunde rum. Reicht das mal. Gut, die Abrechnung. How fitting you should choose this moment to sow your worthless faith. It would appear your attempt to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty Street, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me, I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Was ist das jetzt? Du musst 8 Jahre die Diesel außer Gefecht setzen. Hit 0. Oh. Dann nehmen wir die hier. Die Kiste. Ja, Polizei war klar da. Hat ein bisschen Pech gehabt, aber was soll's. So, 8 Jahre die Diesel. Solange es kein Zeitlimit gibt, ist das immer alles ganz schön. Aber wenn da ein Zeitlimit kommen sollte. Hallo? Wieder erledigt, Nummer 1. Verschwinden, wenn sie jetzt. Komm, stirb doch. Nummer 2. Wo ist denn der? Der ist hier unten irgendwo. Hier unter der Brücke ist also. Okay. Nummer 3. Sind wir hier mitten im Gegenverkehr? Go, go, go. Hier Wasser dazwischen. Das ist natürlich nicht so geil. Kommen wir hier hoch. Nein, wir kommen nicht hier hoch. Gehen wir zu Fuß. Okay, der ist down. Ach, geh doch weg. Woher nehmen wir diesen geilen Chief vom Kartell?
Ich glaube, müsst ihr weg. Vier Typen umgelegt, noch vier zum Erledigen. Hoffentlich schaffen wir das. Immer nach rechts. So, einer ist weg. Oh. Das war natürlich wieder ein Mist. Geht doch aus dem Weg. Ja, wo kommt man denn da hin? So, ist das wieder bei der... im Tunnel oder was? Mal rechts. Ja, da ist er. So, 5. Wir sehen nur 2 auf der Wippe, wir brauchen aber 8, also noch 3. Für mich poppt da noch einer auf. Und der steht hier. Also 2, okay. Sehr geil, 2 mit Eimer. So, noch 1. Der ist ja schon wieder bei dem Tunnel. Gucken wir mal. Ne, da ist er nicht. Das sehe ich nicht. Jetzt ist er weg. Das ist natürlich blöd, da wollte ich gerade hin zu dir. Gut, da fahren wir halt zu den da hinten. Mission fehlgeschlagen. Allen Ernstes. Wollte ich sagen, probieren wir das erstmal dann in der nächsten Folge und speichern jetzt erstmal. Nächste Folge sollte das schon klappen irgendwie. Vielleicht ein schnelleres Auto finden oder so. Und ein bisschen cleverer fahren. Gut, also dann speichern. Gespeichert und ich sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.